Nous vivons un moment politique en Europe. Wir haben mit Frankreich viele gemeinsame Interessen. Je veux une France française. Emmanuel Macron veut en fait dissoudre la France dans l'Europe et dans l'Afrique. Die deutsch-französische engere Zusammenarbeit im Dienste der europäischen Einigung stehen soll. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Liberté, dem Frankreich-Podcast des Europäischen Dialogprogramms der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Jeanette Süß, ich bin European Affairs Manager im Brüsseler Büro der Stiftung und leite dort auch die Frankreich-Aktivitäten. In unserem Podcast sprechen wir mit Experten und Expertinnen der deutsch-französischen Europapolitik und daher freue ich mich sehr, nach unserer Auftaktfolge mit dem europapolitischen Sprecher der FDP im Bundestag, Michael Link, heute unseren zweiten Podcast-Gast, Julien Torel, begrüßen zu dürfen. Julien Torel ist Direktor des Thinktanks Zentrum für europäische Politik des CEP in Paris, das ebenfalls Büros in Freiburg und Berlin hat. Julien, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Julien, nachdem die Corona-Pandemie 2020 den Planungen, eine Bürgerkonferenz einzuberufen, ja quasi einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wurde die sogenannte Konferenz zur Zukunft Europas schließlich unter portugiesischer Ratspräsidentschaft am 9. Mai 2021 lanciert. Und sie soll nun unter französischer Ratspräsidentschaft ihren Abschluss finden, indem die Vorschläge in einem Bericht an die EU-Institutionen zusammengefasst werden, die vorher in einem mehrstufigen und recht komplexen Prozess auf verschiedenen Bürgerforen, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene, sowie auf einer Plattform, die europaweit und öffentlich zugänglich war, diskutiert wurden und eben in Zwischenberichten aggregiert werden. Auch die Naumann-Stiftung wird dazu bald ein Policy Paper veröffentlichen, das die erarbeiteten Vorschläge von dezentral durchgeführten Bürgerforen in ganz Deutschland zusammenfasst, was wir euch dann natürlich verlinken. Ursprünglich stammte die Idee, so eine Bürgerforen auf nationaler und europäischer Ebene durchzuführen, aber von Frankreich und war eben auch stets ein Kernanliegen von Staatspräsident Emmanuel Macron. In Frankreich gab es jetzt vor dieser EU-Zukunftskonferenz auch bereits schon andere Initiativen der französischen Regierung, die Bürger und Bürgerinnen im Sinne einer direkten Demokratie stärker in politische Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Allerdings fielen diese die Reaktionen darauf durchaus gemischt aus. So wurde Macron unter anderem vorgeworfen, die Vorschläge des Klimakonvents, der Conférence citoyenne pour le climat, nicht ausreichend in politische Vorschläge übersetzt zu haben. Das CEP hat sich diesen Politikbereich ja genauer angeschaut. Was ist dran an der Kritik deiner Meinung nach? Staatspräsident Macron hat schon 2017 im September in seiner sehr bekannten Sorbonne-Rede die Idee einer EU-Zukunftskonferenz ins Leben gerufen. Was du in deiner Einführung betont hast, ist, dass es eben unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft hätte eingeführt werden müssen, was leider nicht zustande kam aufgrund der Pandemie. Ursprünglich sollte dieses Verfahren 2 Jahre dauern und im Endeffekt beziehungsweise unter deutscher Ratspräsidentschaft eingeführt werden und abgeschlossen werden im ersten Halbjahr 2022 unter französischer EU-Ratspräsidentschaft. Die Idee an sich kann man natürlich nur begrüßen, wenn man jetzt die EU-Bürger und Bürgerinnen näher an die EU-Politik bringen möchte, dass man sie auch dazu bewegt, eben Ideen für die Zukunft der Europäischen Union in unterschiedlichen Themenbereichen und Themenfeldern zu formulieren. Das bindet die EU-Bürger natürlich immer mehr ein in politischen Prozess auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene selbstverständlich auch. Was ich jetzt kritisieren würde, was ich bemängle, ist halt, dass eben dieses 2-Jahre-Verfahren nicht eingehalten wird und dadurch, dass dieses Verfahren halt unter portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft eingeführt wurde und praktisch nur 1 Jahr dauern wird, es vermittelt ein bisschen den Eindruck, das Hauptanliegen dieses Verfahrens bzw. dieser EU-Zukunftskonferenz eben ist, nicht so sehr die Bürger einzubinden in den demokratischen Prozess und in die europäische Diskussion über zukünftige Themen, sondern eben dem Staatspräsidenten die Möglichkeit zu geben,
ein eigenes Projekt eben abzuschließen unter der französischen Ratspräsidentschaft. Also mit anderen Worten würde ich die Kritik danach ausrichten, dass der Staatspräsident sich eher dadurch profilieren möchte, als er wirklich den Eindruck vermittelt, dass er Ergebnisse erzielen möchte. Und der Vorwurf der einer gewissen Opportunität, würdest du sagen, der greift eben auch für die Debatten, die dann auf nationaler Ebene eben vorher gelaufen sind, was ich gerade ansprach mit dem Klimakonvent? Oder würdest du sagen, dass das qualitativ doch wesentlich über das hinausging, was wir jetzt mit der Zukunftskonferenz sehen? Ja, also der Klimakonvent oder das Konzept der sogenannten partizipativen Demokratie ist keine Erfindung von Macron, sondern geht zurück auf die ehemalige Sozialistenkandidatin Ségolène Royal, die im Präsidentschaftswahlkampf 2007 eben die Sozialisten vertreten hat und die dieses Konzept eben schon in den Wahlkampf eingeführt hatte und es danach, falls sie gewählt worden wäre, fortgesetzt hätte. Der Klimakonvent wurde stark kritisiert von allen teilnehmenden Kräften, wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, dass von den, ich glaube, 150 Vorschlägen, die bei diesem Klimakonvent formuliert wurden, eben 146 in das sogenannte Klima- und Resilienzgesetz aufgenommen wurden. Also die Kritik ist zwar berechtigt, weil die Leuchtturmprojekte oder Vorschläge des Klimakonventes nicht in das Gesetz geflossen sind, aber im Endeffekt hat die französische Regierung, die ich nicht unbedingt verteidigen möchte, aber doch mehr zugehört, als es den Anschein hat. Wir sehen, da werden natürlich dann auch relativ hohe Ansprüche mit verbunden mit solchen Dialogprozessen. Wenn wir uns die verschiedenen Inhalte angucken, die bei der Konferenz diskutiert wurden, gibt es irgendwelche Vorstellungen über die zukünftige Ausgestaltung der EU? Wurde jetzt auch seitens der neuen deutschen Regierung und auch den Vorschlägen, die wir spätestens seit der Sorbonne-Rede von Emmanuel Macron kennen, siehst, die jetzt durch die Zukunftskonferenz besonders vorangetrieben werden könnten? Es besteht eine breite Konvergenz zwischen Paris und Berlin. Manche Ideen, die Emmanuel Macron in der bereits erwähnten Sorbonne-Rede formuliert hat, finden auch im Arbeitsprogramm der Bundesregierung, also im Koalitionsvertrag, auch eine gewisse Resonanz. Und man kann sich darüber aus französischer Sicht zumindest nur freuen. Im Endeffekt geht der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung aber sogar weiter, als Macron es wahrscheinlich sich gewünscht hat. Endlich ist eine deutsche Antwort auf die Sorbonne-Rede gekommen, die man in Frankreich bemängelt hat, die von Frau Merkel nie gekommen ist. Und wenn man jetzt feststellt, dass die neue Bundesregierung eben im Bereich der Governance eben auf ein föderales Europa hinarbeiten möchte, dann geht es auf die Ideen von Macron ein, wobei ich nicht sagen würde, dass Macron eben ein Föderalist ist. Er trägt manche föderale Ideen und wird zum Beispiel auch den Vorschlag befürworten, dass das Vetorecht in manchen Bereichen, vielleicht doch nicht in allen, wie die neue Bundesregierung sich es gewünscht hat oder wünscht, aber dass das Vetorecht aufgegeben wird und dass die qualifizierte Mehrheit eben für fiskalpolitische oder außenpolitische Fragen eben zur Regel wird. Das wird Macron sicherlich unterstützen. Und denkst du, dass das Modell von den Bürgerkonferenzen damit dann letztendlich eine Zukunft hat und auch institutionell verstetigt werden sollte, wenn man bedenkt, dass, wie du gerade gesagt hast, viele dieser Entscheidungen, wie zum Beispiel ein Vetorecht fallen zu lassen in bestimmten Politikbereichen, natürlich letztendlich auch intergouvernemental erstmal geregelt werden müssen und der Rat dann auch ein erhebliches Wort mitzureden hat und solche Entscheidungen letztendlich natürlich auch blockieren könnte? Ja, das ist richtig. Ob die EU-Zukunftskonferenz auch wirklich für die spätere Zukunft auch weitreichende Folgen haben wird, hängt auch
davon ab, was die Regierungen, was die daraus machen wird. Es ist natürlich schön, die Bürger einzuladen zu Konferenzen, zu Beratungen, ihnen die Möglichkeit zu geben, Ideen zu formulieren, wie die Herausforderungen der Zukunft angegangen werden müssen. Nur müssen diese Ideen auch ihren Niederschlag irgendwo finden. Und zwar in den politischen Entscheidungen. Ich glaube, wenn die beteiligten EU-Bürger eben feststellen, dass ihre Vorschläge vielleicht nicht missachtet, aber in jedem Fall gar nicht berücksichtigt werden, dann wird die EU-Zukunftskonferenz zu einem traurigen Ergebnis führen wird und könnte sogar dazu führen, dass diejenigen, die jetzt mit großer Begeisterung sich in diese Debatte einsetzen und stark engagieren, dass sie auch dann von der Politik oder von politischen Entscheidungsprozessen wegschauen und abkehren. Und das wäre natürlich ein großer Schaden für die europäische Demokratie. Und damit würde natürlich Politikverdrossenheit eher noch verstärkt werden als, ganz genau, als abgeschwächt. Gibt es denn, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, einen konkreten Vorschlag von dir oder vom CEP, was man diesen Prozess machen könnte, was also diesem Prozess entspringen sollte, also ein konkretes Projekt, ein Legislativvorschlag oder einen neuen Prozess, der sozusagen angeregt werden sollte? Also mein persönliches erstes Anliegen ist, dass die EU-Zukunftskonferenz erstmal die Bürger mobilisiert. Denn es ist sehr wichtig, vor allem in Frankreich, wo man auch manchmal dazu neigt, Europa eher als zu technokratisch anzuschauen und wo man auch den Eindruck hat, dann dass alles zum Beispiel im Bereich der Umweltpolitik eben von Brüssel durchgesetzt wird und dass man auf nationaler Ebene, also dass die nationale Souveränität irgendwie eingeschränkt ist. Wenn man jetzt die französischen, aber allgemein die EU-Bürger für dieses Projekt mobilisieren kann. Wenn man da erfolgreich wird, hat man schon einen großen Schritt getan und da wird man die EU-Bürger schon viel mehr für die EU-Politik interessieren und das an für sich ist schon ein Ergebnis, das wirklich wünschenswert ist. Was man aber auch auf der anderen Seite sehen könnte, der Verlauf der EU-Zukunftskonferenz hat ja gezeigt, dass man vielleicht Ziel eben dieser EU-Zukunftskonferenz vorbeigehen könnte. Ich glaube trotzdem, dass man, sollte man eben dieses Diskussionsforum oder diese nationalen Diskussionsforen verstetigen in Form nicht nur von nationalen Bürgerforen, sondern wirklich von transnationalen Bürgerforen, insbesondere in den Euro-Regionen. Und eben die Ideen, die aus diesen Diskussionen hervorgehen würden, die sollten dann aus meiner Sicht in das politische Arbeitsprogramm für sogenannte zukünftige transnationale Listen einfließen. Und ich glaube, das würde eben die Annäherung von Zivilgesellschaft und Politik veranschaulichen und vor allem fördern. Genau, also da bleibt es definitiv spannend, aber wie du sagst, sind da Deutschland und Frankreich relativ kongruent und sprechen sich beide für die Einrichtung dieser transnationalen Listen aus und ja, eben wie du auch schon erwähnt hast mit dem Koalitionsvertrag, wird ja die Zukunftskonferenz auch gleich am Anfang erwähnt von der neuen deutschen Regierung. Also auf dem Papier ist da auf jeden Fall eine große Bekenntnis da, aber viel wird davon sicherlich abhängen, was jetzt konkret einfach in den Prozess eingespeist wird und wie dann aber auch die EU-Institutionen das Ganze aufnehmen. Ein Thema, was ja zwischen Deutschland und Frankreich weniger konsensual verlaufen ist in den letzten Monaten und sicherlich auch weiterhin, ist das Thema der Klima- und der Energiepolitik. Du hast für das Magazin Liberal der Naumann-Stiftung auch neulich einen Artikel verfasst, wo du das unterschiedliche Verständnis in der aktuellen Debatte zwischen Deutschland und Frankreich auch aufgezeigt hast. In der Zwischenzeit hat sich bei dem Thema der Taxonomie ja ergeben, dass die Ende Dezember von der Europäischen Kommission unterbreiteten Vorschläge jetzt wohl so kommen werden, auch wenn die Verabschiedung des Delegierten Rechtsakts wegen der zahlreichen Kritik von verschiedener Seite auf Mitte April verschoben wurde. Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht nochmal erklären, welche Interessen Deutschland und Frankreich bei der Taxonomie-Debatte genau vertreten?
Im Genommen sieht man da ganz klar zwei unterschiedliche Interessen, nämlich Gas und Atomkraft. Die Gasproblematik ist in Deutschland bekannt, aber auf französischer Seite ist zu betonen und das begründet das französische Anliegen der Eingliederung der Atomkraft in die grüne Taxonomie. Weltweit beträgt die Stromerzeugung durch Atomkraft eben 10%. In Deutschland sind es 12,5%, soweit ich mich erinnere. In Frankreich aber sind es 70%. Das heißt, Frankreich ist auf Atomkraft angewiesen für die Stromerzeugung, sowohl für Haushalte als auch für die Industrie. Die erneuerbaren Energien in Frankreich beliefen sich Ende 2020 auf eben 20%. In Deutschland sind es 50%. Da sieht man also eine breite Kluft zwischen Frankreich und Deutschland, was den Energiemix anbelangt. Und dies veranschaulicht und rechtfertigt eben die unterschiedlichen Ansätze Frankreichs und Deutschlands angesichts dieser grünen Taxonomie. Ob es Sinn macht, aus ökologischer Sicht in die Atomkraft oder Gas in die grüne Taxonomie einfließen zu lassen, das ist natürlich eine andere Frage. In diesem Gesetz ging es, die Ideen des Klimakonventes in ein neues Gesetz einfließen zu lassen. Dieses Gesetz wurde beraten im Juli von der französischen Assemblée Nationale verabschiedet und wurde veröffentlicht am 24. August letzten Jahres. Aber natürlich war das Timing nicht so gut, denn am Dienstag, 13. Juli, verabschiedet die Assemblée Nationale dieses Gesetz und am Tag danach kommt die EU mit ihrem Riesenpaket und beschließt oder formuliert das Vorhaben, bis 2030 eben die CO2-Emissionen um 55% zu reduzieren. Während Frankreich eben am Tag davor sich auf, also die Assemblée Nationale, sich auf das Ziel von 40% geeinigt hat. Allein diese Zahlen klaffen auseinander und zeigen, dass Frankreich das doch eine sehr aktive umweltpolitische Diplomatie betreibt auf EU-Ebene, aber auch weltweit, siehe die Pariser Klimakonferenz 2015. Das heißt, man setzt sich sehr hohe Ziele, man hat sehr hohe Ansprüche, aber diese Ansprüche finden ihren Niederschlag nicht in der Gesetzgebung, was sich auch dadurch erklären lässt, dass die Projekte, die eben eine drastische Reduzierung der CO2-Emissionen in Frankreich ermöglichen werden, eben auf das Jahrzehnt darauf zwischen 2030 und 2040 verschoben wurden. Im Bereich Verbrennungsmotoren ab 2035 dürfen in Frankreich keine Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden. Die dürfen nicht mehr auf den Markt kommen. Natürlich kann man aus umweltpolitischer Sicht die getroffenen Maßnahmen kritisieren. Nur hat die Assemblée Nationale bzw. haben die politischen Parteien auch die Ansicht vertreten, dass sich die Ökologie auch oder die ökologischen Ansprüche an die Wirtschaft anpassen müssen. Und das ist der Grund, warum eben diese Maßnahmen auf das darauffolgende Jahrzehnt verschoben wurden. Es ist interessant, was du erwähnst, dass das französische Gesetz und die EU-Initiativen relativ zeitnah voneinander rauskamen und aber nicht die gleichen Zielsetzungen hatten, was ja vielleicht darauf schließen lässt, dass es auch eine fehlende Koordination zwischen französischer und europapolitischer Ebene gab. Inwieweit wurde das französische Gesetz dann von den europäischen Initiativen beeinflusst? Weil den Green Deal zum Beispiel gab es ja schon länger, der ist ja schon mit dem Antritt von der neuen Kommission unter von der Leyen. Das ist richtig. Inwiefern dieses Gesetz beeinflusst wurde, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Eine fehlende Koordinierung tritt deutlich zutage an dieses nicht gerade passenden Timings. Was man aber in Bezug auf dieses 40%-Ziel sagen muss, ist, dass Frankreich eben zu den europäischen Staaten gehört, die eben am wenigsten CO2 emittieren. Und das gehört auch zu den Faktoren, die zu dieser Entscheidungsfindung geführt haben. Wenn wir jetzt perspektivisch uns angucken, wir haben die anstehenden Wahlen in Frankreich und die neue Bundesregierung in Deutschland, was das für die deutsch-französische Zusammenarbeit in diesem Politikfeld bedeutet. Inwieweit hältst du es für die deutsch-französische Zusammenarbeit denn für problematisch, dass in Deutschland die Koordinierung in diesem Politikfeld ja auf verschiedenen Köpfen sozusagen verteilt ist? Also einmal haben wir die deutschen Grünen,
die das ganze Thema natürlich sehr prägen werden. Dann aber auch die Vermittlung der Politik nach außen durch Annalena Baerbock und nicht zuletzt aber auch Kanzler Scholz von der SPD. Und letztendlich aber auch die Frage der Finanzierung des Ganzen, wo Christian Lindner ein Wörtchen mitzureden hat. Für die deutsch-französische Zusammenarbeit kann es nicht problematisch sein, dass eben die Grünen federführend sind in diesen Entscheidungen. Und egal, welche Rolle oder welches Gewicht der eine oder andere Akteur in der Koalition hat, ich glaube, für die deutsch-französische Zusammenarbeit, dass es eben von herausragender Bedeutung ist, dass beide Staaten immer versuchen, und das ist natürlich nicht neu, das ist schon auf der Grundlage des Élysée und dann des Aachener Vertrags so, beide Staaten versuchen immer wieder eben miteinander zu sprechen und einen Kompromiss zu finden. Ja, und ich denke, dass, um das nochmal aufzugreifen, das Bestreben zeigt sich auch beispielsweise in der deutsch-französisch-parlamentarischen Versammlung, wo ja eigens eine Arbeitsgruppe zum Green Deal auch eingerichtet wurde. Also von daher sehen wir, dass Deutschland und Frankreich, auch wenn die Ausgangsbedingungen, wie du sie auch faktuell ja sozusagen dargelegt hast, ganz anders gelagert sind, die Debatte sowohl um die demokratische Verfasstheit Europas mit der Zukunftskonferenz als auch die Debatte um die Energie- und Klimapolitik sind also, wie wir gesehen haben, top aktuell, auch wenn sie in Deutschland und Frankreich natürlich unterschiedlich wahrgenommen werden. Lieber Julien, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und mit uns deine Einschätzung aus deiner Arbeit geteilt hast. Vielen Dank, liebe Jeanette, für deine Einladung. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Liberté, dem Frankreich-Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung.